Hi Leute, habt ihr Lust, was kaputt zu machen? Hi Leute, ich bin's, die Elam, und heute ist wieder Bastelzeit und ihr habt bestimmt, was es denn für ein DIY heute gibt. Beim letzten Video gab es ein Voting und gewonnen hat, ich glaube, das ist eindeutig, Destroyed-Dienst, das machen wir heute. Und dabei ist es wichtig, dass wir die weißen Fäden sichtbar machen. Also wir wollen nicht einfach nur irgendwie reinschneiden, sondern auf die Technik kommt an. So, meine Lieben, und das Geilste an diesem DIY ist, ihr braucht echt nicht viel. Also ihr braucht doch noch nicht mal eine neue Jeans kaufen. Ich habe zum Beispiel so eine uralte aus meinem Schrank gekramt, die super langweilig war. Und die wollte ich jetzt ein bisschen aufpäppeln. Und ja, sonst noch eine Schere, Schneiderkreide. Aber da könnt ihr natürlich auch einen Bleistift oder so nehmen. Also ist nur eine Markierung. Also auf jeden Fall ein Stift, der wieder auswaschbar ist. Ein Nahttrenner und eine Pinzette, die hat wohl auch jeder. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet und zwar am rechten Hosenbein direkt am Knie. Tipp für euch, also zieht die Hose auf jeden Fall an, stellt euch vor einen Spiegel und macht euch mit so einer Schneiderkreide oder sonst einem Stift halt Markierungen, wo ihr die zerstörten Stellen haben möchtet. Und nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr es direkt am Knie, wie ich jetzt hier haben möchtet, dann macht auf jeden Fall eine Beuge und dann müsst ihr nämlich eine Markierung unterhalb des Knies und einmal oberhalb des Knies setzen, so erwischt ihr dann auch genau den richtigen Punkt. Ich werde jetzt was am linken Hosenbein machen und zwar finde ich das immer schön, wenn das am Oberschenkel auch noch mal ein bisschen destroyed ist und da setze ich mir auch meine Markierung. Ich habe es jetzt nicht angezogen, weil ich das nach Augenmaß mache. Ich meine, irgendwo am Oberschenkel ist lang genug, da kann man nicht viel falsch machen und da setze ich jetzt meine Markierung, da wo ich dann noch reinschneiden werde. Markierungen für die Schnitte sind gesetzt und hier jetzt ganz wichtig, meine Lieben, gerade schneiden, das heißt horizontal, weil sonst macht ihr euch eure weißen Fäden kaputt und die wollen wir ja sichtbar machen. Eine Jeanshose hat nämlich zwei Fäden, blau, weiß, abwechselnd und die verlaufen diagonal und wenn wir da jetzt ein bisschen schräg reinschneiden, machen wir uns halt, wie gesagt, die weißen Fäden kaputt. Um hier besser reinschneiden zu können, nehmt ihr eure Hose einmal so hoch und schneidet hier ein kleines Loch rein. So könnt ihr nämlich einfach mit der Schere besser rein und euren Schnitt setzen. So langsam kommen wir der Sache näher. Jetzt werden nämlich gleich die weißen Fäden sichtbar. Die Technik ist die, wir müssen uns von den blauen Fäden verabschieden. Und am besten arbeitet ihr jetzt mit dem Nahttrenner. Das ist schön klein und spitz und da kommen wir gut an die blauen Fäden ran. Das ist am Anfang ein bisschen fummelig, aber wenn ihr die erste Bahn freigelegt habt, dann geht das echt ganz schnell. Ihr könnt das auch so wie ich machen, wenn ihr das besser sehen könnt mit den Fäden, dass ihr die Jeans einmal umdreht, also von links die blauen Fäden rauszieht. Wie ihr sehen könnt, die erste Bahn ist jetzt auch schon freigelegt und jetzt switche ich mal um auf meine Pinzette, weil ich habe euch ja gesagt, wenn ihr da erstmal den Anfang gemacht habt, dieses Fummelige, dann geht das ganz, ganz schnell. Und zwar zieht ihr dann einfach nur noch raus. Sieht schon mal ganz cool aus und ja, ihr habt ja gesehen, am Anfang ist das ein bisschen schwierig und dann ist das echt nur noch wie Augenbrauen zupfen. Einfach raus mit der Pinzette. Wenn ihr dann fertig seid, steckt ihr die Jeanshose nochmal in die Waschmaschine, weil hier sind ja so ein paar ganze Pudelhunde. Dann verschwinden hier auch die ganzen Fussel, die nicht da rein sollen. Das Ganze sieht aus wie gekauft. Und ansonsten noch mal ein kleiner Tipp. Also es wurde ich schon mal gefragt, wie macht man das, dass das irgendwie spitz nach unten verläuft? Da müsst ihr euch einfach eure Schnitte immer verkürzter setzen und dann bekommt ihr halt diese andere Form hin. Und ja, ich werde auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen weitermachen. Zum Thema Jeans, mein Lieben, verlinke ich euch in die Infobox noch mal den Blog von Too for Fashion. Die haben ziemlich coole Sachen gemacht. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Und von mir gibt es auch nächste Woche wieder ein Jeans-Video. Und zwar geht es dann um Jeanshosen, Passform, Figurtypberatung, wem steht was am besten. So viel Zeit muss sein. Mein Polaroid. Abonniert auch gerne den Channel, ja, dann verpasst ihr auf jeden Fall das wichtige Thema nächste Woche nicht. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bild wie immer kommt bei Insta in mein Profil rein und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao.